Knapp 100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren kamen am Freitagabend zur dritten Auflage der Veranstaltung Blacklight Sports in die Sporthalle am Ammerweg in Buchholzberg. Die Gemeinde Jugendpflege, der TSV Gandakesee, die HSG-Gruppen Büren-Buchholzberg und der Arbeitskreis der Selbsthilfe- und Initiativgruppen hatten erneut ein Bundesprogramm zum Anschauen und Mitmachen organisiert. Die Kombination aus leuchtenden Neonfarben und Schwarzlicht funktionierte bei Blacklight 3.0 bestens. Höhepunkt der Show war ein Flashmob mehrerer Tanzgruppen zum Lied Five More House.